Jo Leute, das ist das Bike-Einsteiger-Tutorial zum Thema Stencil. Stencils sind fester Bestandteil der Urban-Art-Szene und prägen das Stadtbild um uns herum nun schon einige Jahre. Doch wie funktioniert das und welche Materialien benötigt ihr dafür? Das erfahrt ihr hier im Tutorial. Zunächst brauchen wir ein Cuttermesser oder Grafikmesser. Das benutzen wir, um das Motiv auszuschneiden. Je spitzer die Klinge, desto besser könnt ihr auch runde Formen schneiden. Deshalb eignen sich solche skalpellähnlichen Messer am besten. Ein Bleistift, mit dem ihr eure Ideen zu Papier bringt, mit dem könnt ihr auch nochmal Details am Motiv verändern, um gegebenenfalls Brücken einzubauen. Eine Schneidematte, um euren Tisch zu schützen. Und Pappe bzw. dickes Papier für das Stencil, das etwas stabiler ist als normales Druckerpapier. Kreppband, falls etwas schief geht und Teile des Motivs herausfallen, obwohl sie das nicht sollen, könnt ihr mit Tape einfach wieder ankleben. Und zum Umsetzen des eigentlichen Stencils benötigen wir natürlich noch Sprühdosen mit dazugehörigen Caps. Hier haben wir einen Ausdruck von unserem Motiv. Wir werden in diesem Video zeigen, wie man ein einfaches Stencil mit einer Ebene umsetzt. Es gibt jedoch auch Stencils, die aus mehreren Ebenen und Farben bestehen. Zu unserem Motiv kommt eine weitere Ebene hinzu, und zwar der Umriss. Das wird später quasi das Fill-in. Doch zunächst nochmal zum Motiv, denn das könnte man so als Stencil nicht umsetzen. Dazu braucht es Brücken. Die halten dann die einzelnen Teile des Stencils zusammen, wie zum Beispiel hier. Das zu erklären ist anfangs gar nicht so einfach, deshalb hier ein paar Beispiele zum Verdeutlichen. Möchte ich zum Beispiel ein O als Stencil umsetzen, fällt der innere Kreis einfach heraus. Er muss also mit Brücken gehalten werden. Das gleiche gilt für das A. Immer wenn also ein Loch entstehen würde, muss eine Brücke oder mehrere Brücken die herausfallenden Teile halten. Bei dem P ist das gleiche. Ich habe hier nochmal eine Brücke reingezeichnet, die das Loch oben in dem P hält. So würde unser Motiv dann also aussehen. Ihr seht, Brücken fallen kaum noch auf und wir können mit dem Ausschneiden beginnen. Benutzt dabei das Messer in einem möglichst flachen Winkel. So schneidet es am besten. Wenn ihr es zu steil haltet, werdet ihr merken, wie die Pappe kaputt geht und reißt. Ist das Motiv also auf die Pappe übertragen, schneiden wir die Flächen aus, die am Ende farbig sein sollen. Denn die Farbe landet am Ende da, wo das Motiv Lücken hat. Wir hatten ja am Anfang den Umriss schon einmal kurz im Bild. Den schneiden wir jetzt auch noch aus. Denn den Umriss sprühen wir dann zuerst und dann das eigentliche Motiv. Nun schnappen wir uns eine Dose und gehen raus. Wir haben beide Stencils da und starten mit dem Umriss. Am Anfang ist es einfacher, das Stencil mit Kreppband einfach an die gewünschte Stelle zu kleben. Denn sobald zwischen dem Untergrund, den ihr gestalten wollt, und dem Stencil auch nur eine kleine Lücke entsteht, dringt der Sprühnebel dahin, wo wir ihn nicht haben wollen. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr das Motiv an den Stellen, wo ihr gerade sprüht, zusätzlich an die Wand drücken.
Achtet beim Sprühen darauf, dass ihr nicht zu viel Farbe auftragt und ein möglichst dünnes Cap benutzt. Am besten ist ein Abstand von ca. 10 cm. Wenn ich das jetzt abnehme, seht ihr hier, wie an den Stellen, wo das Stencil nicht perfekt an der Wand war, statt einer klaren Kante Sprühnebel zu sehen ist. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Motiv. Das funktioniert eigentlich genauso. Auf das hellblaue Fill-In kommen jetzt sozusagen die Outlines. Achtet darauf, dass das Stencil nicht verrutscht, während ihr malt. Vor allem, wenn ihr das Stencil mehrfach benutzt und die Farbe noch nicht getrocknet ist. Je nach Größe könnt ihr euer Stencil auch auf kleineren Formaten umsetzen, wie zum Beispiel hier auf einer Leinwand. Ähnlich wie bei einem Druck könnt ihr damit in die Massenproduktion gehen. Das war das Einsteiger-Tutorial zum Thema Stencil. Viel Spaß beim Nachmachen, bleibt stabil!